Hallo und herzlich willkommen zurück zum ersten Video wieder aus der neuen Aufnahmesession zusammen mit dem LS-Profi. Moin! Aus der Challenge. Hi. Ah, ist jetzt die Stimme weggeblieben, weil das letzte Mal hast du dreimal ins Mikrofon zerlegt, Alter. Ah ja. Ich geh auf mein Kupferrafleck weg. Bei der Therapie habe ich es mir abgehört. Jetzt komm doch einmal runter da vom Dach und spazier nicht dumm da wie so ein Arischer. Achso. Tut mir leid, keine Ahnung, wo ich bin jetzt gerade, muss ich sagen. Hm. Guck ich gleich mal. So, Chrissy. Ja. Ich habe mal in meinen Kommentaren so gestöbert und ich habe einen Regelbruch festgestellt bei dir. Was ein Regelbruch? Ja, nämlich habe ich mich ja zuletzt, wo wir die ganzen Sachen verkauft haben, also die ganzen Ernstsachen, habe ich mich ja gewundert, warum du auf einmal so viel Geld hattest. Und da hat mir einer in die Kommentare geschrieben und ich habe es dann auch im Nachhinein nochmal angeguckt. Du hast dein Fan verkauft. Und wir haben ja die Regel so festgelegt, dass man es fragen muss, bevor man eine Maschine verkauft. Hat der wohl die nachgedacht, der kleine Chrissy. Ja, ja, brauchst du gar nicht abhauen hier. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Hab ich vergessen, dort mal hat. Ja. Das geht leider nicht ohne, dass ich Geld kassiere. Ja, die Klappe. So, so. Dafür gehen wir jetzt mal runter ins LU. Da freue ich mich nämlich schon drauf. Servus. Mein liebes LU. Hallo? Ja, hallo. Moin, moin. Ich möchte mal bitte, weil Sie kümmern sich auch ein bisschen um die Strafen. Ich habe einen Regelbruch festgestellt bei dem lieben Herrn Chrissy. Er labert immer nur so, hurcht es nicht auf den. Nämlich hat er zuletzt, wo wir unsere Ernte verkauft haben. Ja, er hat seinen Fan verkauft, ohne dich zu fragen. Ja. Und jetzt wollte eine Bestrafung oder eine Bestrafung. Ja, ich möchte schon, dass es bestraft wird hier, weil der Junge, der ist ja noch jung, der muss ja noch lernen. Aha. Deswegen braucht er eine Bestrafung. Also, Chrissy, was meinst du selber? So. Der braucht gar nichts mehr zu sagen. Sie müssen die Strafe mal hat. Hab ich vergessen. Herr Kollege. Hat er vergessen. Und? Ja. Also, ich würde sagen, der Chrissy kauft sich den einfach nochmal neu. Ja, und fragt dann nochmal und verkauft ihn dann wieder. Na, Spaß. Weiß ich nicht. Die nächste Rechnung vom LU an LS-Profi bezahlt dann der Chrissy. Okay, mache ich. Finde ich gut so. Passt, tschüssi. So, machen wir so. Passt, Lettland. Hab's gehört, wir zahlen das nächste Mal seine Rechnung auf unseren Nacken. Jo, ich ende jetzt schon mal 50 Felder durch. Viel Spaß mit der Rechnung. Dann vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, klar. Danke, ciao. Wir können aber einfach gerne mal einen Auftrag geben. Aktuell noch. Ach ja, Chrissy, scheuch dich mal hoch. Ja. Jetzt haben wir uns wieder eingelegt, aber naja, es geht schon. So steuer kann es auch nicht mehr werden. Naja, dann fahren wir mal da hoch, oder? Gehen wir eben da den Herrn Kollegen einmal die erste Fuhre verkaufen. Und jo. Kommen Sie schon, geben Sie Gas. So, Meister. Na, der ist schon wieder. Bin ich gut hier. Wird auf jeden Fall keine billige Rechnung, sei dir jetzt schon mal. Bah ja, dann gib ich da halt 10.000, juckt mir auch nicht. Ah, kein Problem. Oh Mann, ich finde es cool. Muss ich sagen, ich finde das cool. Ah, der ist wieder. Der labert wieder. Oh Mann. Kurz einmal aus der Challenge. Ich
ich freue mich immer jedes Mal auf die neue Aufnahmesession und ja, nimmt's mal die Tübel, aber ich feiere das einfach, weil sich der Kollege aufregt. Ich schäme mich gar nicht auf. Und jetzt können wir wieder in den Challenge wechseln. Ja, ey, komm hier. Ich glaube, meine Tastatur ist an der Arsch hier. Die Karte geht auch nicht mehr richtig raus. Da. Du musst ja mal eine neue kaufen. Schreib dir kurz mal in den Chat, welche Marke. Wo ist der Chat? Hä, wo ist dein Chat? Hä? Wohin? Wo ist dein Chat? Alles gut, ich red grad hier mit den Leuten. Also. Ja, also. Alle, wer hat auf meinem Nacken gerade hier Kraftstoff getankt? Ey, Chrissi, hast du gerade. Was denn? Hast du gerade getankt? Na. Die hat gerade irgendwann auf meinen Nacken einfach mal 3 Euro hier fürs Sand ausgegeben. Nein, ich nicht. Warum soll ich beim Gegner tanken? Dann kann ich gleich mein John Deere voll laufen lassen und bist bankrott. Mann, der Traktor ist einfach zu groß für die kleinen Straßen. Immer das Größte kaufen und dann merken, dass es scheiße ist. Ah, der kriegt sich schon wieder auf. Er labert sich was zusammen hier, das haben wir noch nie in meinem Leben erlebt, ey. So. Oh Mann, ey. Ja, was haben Sie sich denn dabei gedacht, einfach diesen Fan zu verkaufen? Nix, ich hab's echt vergessen, tut mir echt leid. Das geht so nicht weiter, tut mir leid. Ich glaube, ich muss mir einen neuen Partner suchen. Spaß, alles gut. Alles nur mit Spaß verstehen, wie der Chris ihn sagen würde. Oder? Jo. Herr Chris. Alter, wir hätten meinen ganzen Dünger hier leer gemacht, ey. Ich glaub, das gibt's hier nicht mehr, ey. Wird echt verrückt. Jedenfalls setze ich mir jetzt erstmal das Ding hier. Wow, das lohnt sich überhaupt nicht, Alter. Guckt ihr mal Livestream oder was? Nein, ich hab gerade selber was geschaut. Ich hab um LKW den 83 fährt. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ach ja, Leute. Brauchst du Silage? Nee. Hab selber genug, alles gut. Aua! Ich muss jetzt einmal daher switchen. Oder der die Musik auf. Das ist Party Time. Moin, moin. Wo sucht er sich denn wieder an? Party Time muss sein, ey. Oder Herr Chrissi? Ansonsten, was haben Sie für Pläne? Gar keine. Das gibt's nicht hier. Keine Pläne kann es nicht geben. Let's go, you! Oh Mann. Ja, hau raus hier deine Pläne. Wahrscheinlich erzähle ich dir die. Hier, hau mal raus. Wir sind nur eine offene Gemeinschaft hier. Wir können auch mal ein bisschen was über uns erzählen. Aua. Der labert immer so. Das ist ja jenseits von Gott und Böse. Ich frage mich ja ehrlich hier. Mach doch mal ein bisschen was raus. Wie viel Geld hast du denn auf dem Konto? Genug. Alter, der Typ ist. Der erzählt auch wirklich gar nichts, ey. Das ist wie so ein leeres Buch, Alter.
machst du denn gerade? Mir Reich sparen. Ja, ja, der rennt wieder auf seinem Hof und weiß nicht, was er tun soll. Ich hab genug Arbeit. Ja, ja, was denn? Genug. Wir hatten hier oben seinen komischen John Deere hingestellt, ey. Den muss ich jetzt mal wegrahmen. Hallo, dann wird's aber teuer für dich. Dann kannst du. Dann gibst du mir mal 100.000 und dann kannst du dir 100.000 für die LU rechnen haben. Ich bin nicht auf der Seite, tut mir leid, ey. Hab ich zwei gesehen. Du bist viel zu leise. Wer ist zu leise? Ich! Entweder ist er zu leise oder er zerlegt sein Mikrofon. Ich weiß nicht, du hast keine Mitte irgendwie. Ja, weiß ich auch nicht warum. Geil, dass man 1000 Jahre Dünger von mir noch, der alte Dünger. Aber komm, wir sind hier richtig wild spät. Jetzt habe ich wegen dir mich verfahren. Danke dafür. Ja, stelle dir in Rechnung. Wegen mir, ey, ganz ehrlich. Stelle dir echt in Rechnung dafür. Ja, ja, die stelle ich da in Rechnung, Alter. Du kostest mir schon genug Nerven, Schmarrn. Oh Mann, ey. Ist aggressiv, der Kollege. Was los? Nix. Alter, kannst jetzt... Was ist denn? Ey. Oder er hat halt einfach Lohn und neben Status von mir und ich hab keinen von ihm. Kannst du mir vielleicht mal geben? Was? Lohnunternehmensstatus. Für was? Da ich in deine Fahrzeuge einsteigen kann. Sonst noch Wünsche? Du kannst aber... Nee, nee. Das tue ich gar nicht ein. Das ist egal. Das ja, ist gut. Hm. Ah, ja. Wegen dir habe ich mich jetzt wieder verfahren, krutzen und fix. Alter, ich... Oh, nee. Die Dipping jetzt gegen echt die Bäume sind die echt für den Arsch auf der Map. Ich hasse diese Bäume, Alter. Ich hasse sie einfach. Die sind so nervig hier auf der Map. Die haben alle den Stempel von Chrissy, Alter. Diese Pflanze. Säge ich gleich alle oben hin. Willkommen! Jetzt hier frei. Jo, Leitland, was steht das Startup bisschen? Die erste Folge ist nie so, weil man muss sich erst wieder eine Aufnahmesession eine finden. Und ich muss erstmal hier die ganzen Bäume umfahren. Und die musst du irgendwo da mal die ganzen Zaumpfosten ausreißen. Das ist ein Map. Du hast die Stunde Englisch kann der scheiß Bürger, Alter. Du hast sie da ja ausgesucht. Komm, ey. Ich hätte lieber die Nordfrische im Mars genommen. Ja, er hätte das genommen, Und dann hätte ich Curseplay eingestellt und dann gebe ihm. Jetzt war es Lohnunternehmen mit 83 überholen. So muss das. So, Leitland, jetzt werden wir ansehen, aber dann werden wir in der nächsten Folge da weitermachen. Jetzt seht ihr wo an, jetzt seht keiner an, das kannst du aber sowas knicken, ey. No! Ganz knappes Ding, ey. Und dann schauen wir weiter. Ja, dann würde ich sagen, war's das auch schon wieder mit der Folge. Schaut's beim lieben LS-Profi bei dem Spinner vorbei und lasst gerne mal ein Like bei ihm da. Abonnieren nicht bei ihm vergessen und bei mir natürlich auch und nette Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.